Handschuhe aus. Ich schüttel schon, schüttelt mit. Ich schreibe das jetzt auf die YouTube-Videos, ne? Immer eingeblendet. Mitmachen, sonst langweilig. Also, weil das ist eine Praxis und die Praxis besteht in erster Linie darin, dass ihr das selber macht. Körperwahrnehmung ist in eurem Körper. Ihr nehmt das wahr. Ich nehme meinen Körper wahr. Ich denke mal, wenn ihr real hier seid, kann man manchmal was von außen fühlen. Ja? Das geht noch weiter, aber im Anfang ist es erstmal eure eigene Körperwahrnehmung und die kann man in einem YouTube-Video oder auf Twitch nicht sehen. Also ihr müsst euch schon selber bewegen, sonst hat das keinen Sinn und ich weiß, das fällt sehr schwer bei so einem Mattscheiben-Varianten-Ding. Ja? Aber die Fragen, also das Selbstlernen, die Fragen und so entstehen nur dadurch, dass man es macht. Und zwar Erde und die Struktur, also Erde und Metall, aber wie gesagt, also beim Feuer benutze ich den Begriff Herzenswärme. Kommt halt auf den Zusammenhang an, indem man das sich vorstellt. Und im Sommer gibt es zwar Waldbrände, aber das muss ich nicht überbetonen, es ist warm. Ne? Heiß ist es, also ist selten, hier in Deutschland ist selten heiß im Sommer. Schon so, dass die Landwirte und wir selber hier Probleme mit Trinkwasser kriegen, okay, das ist dann schon warm. Ne? Aber warm. Erde, Erntedank, Früchte der Erde zurückbringen und so, hat alles damit zu tun. Ihr seht, Schnee. Ja. Und dieses Metall klingt immer so menschengemacht. Das ist, also ich meine das damit nicht, weil ich das auch nur so gegriffen kriege als Definitionsrahmen. Sondern Struktur. Struktur, die Bäume, Eis. Dieses sind so Graupeldinger, das ist Eis, fällt runter und taut auf und wird dann Wasser. Ja? Machen wir auch noch zusammen, aber nicht heute. Heute machen wir nur den sehr langsam, Handgelenke kreuzen, die Erde. Drehen, ein bisschen sinken, so ähnlich wie das, was wir eben schon gemacht haben. Ja? Die Hände nach hinten, die Füße sind parallel, ein bisschen nach hinten. Schwingen nach links oben, Hände sind wieder parallel. Und dann etwas sitzen, wieder nach unten kommen, ausatmen, wenn ihr wollt. Dann nach rechts, linker Hacken hebt ab, Fußspitze bleibt auf der Erde. Und dann Handgelenke kreuzen, drehen und ein wenig sitzen. Und versucht langsam zu werden. Ja, ist klar. Äußere Einflüsse treiben einen zur Geschwindigkeit. Zwei Durchgänge mit verlangsamten Bewegungen. Und wie gesagt, mitmachen. Ne? Mitmachen, mitmachen. Selber spüren, was der Körper so sagt. Letzter Durchgang, wir hören mit der Erde auf.
Yay, wenigstens vom Rücken kommen die kleinen Graupel. Und abschließen. Fühl, fühl, fühl. Wichtig. Wunderbar, danke für diesen winteraprilartigen Tag, für diese Session gemeinsam. Also ich kann verstehen, wenn euch das zu kalt ist hier. Also extra hierher zu kommen, auf die Wiese meine ich. Ich kann das verstehen. Also wenn ihr da wirklich keine Ambitionen habt, bei dem Wetter rauszugehen. Jetzt schneit es. Aber es ist trotzdem schön. Also solange ich meine Fingerchen wieder warm kriege, ist das eigentlich ganz nett. Also das wirklich mitzukriegen. Diese Wetterunterschiede. Lasst es euch gut gehen. Brahmaviharas, Weisheit, also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, Weisheit, das innere Lächeln in diese Richtung. Lasst es euch gut gehen. Okay, back to the still. Back to the black. Bis zum nächsten Mal. Okay.